Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei No Man's Sky. Ich bin noch an der Stelle, wo wir das letzte Mal gelandet sind, mit diesem Ding hier. Und jetzt wollte ich aber allerdings rausfliegen. Ich wollte natürlich die anderen Karten auch noch verwenden. Und ich hoffe immer noch, dass wir irgendwas bezüglich des Eis in Erfahrung bringen. Ob wir Koordinaten kriegen oder was weiß ich. So, den ersten Planeten haben wir hier angeflogen in dem System beim letzten Mal. Jetzt würde ich gerne mal die anderen Planeten mir mal noch angucken. Bei dem zeigt es immer irgendwie nicht an. Das zeigt es meistens erst an, wenn ich mal gesprungen bin. Das ist ganz komisch. Okay, unentdeckt, brühender Planet. Das interessiert mich nicht, aber uralte Knochen ist interessant. Phosphorhammer. Aktiviertes Kupfer ist natürlich auch interessant. Ups. Ein Signal. Wer bist du, Händler? Bitte Hilfe, Freund Aufseher ist mörderisch. Ich, ein Verkauf heute. Okay, Frachtverzeichnis. Was hast du? Nichts, was ich brauche. Verkaufen kann ich dir... Moment, gehen wir mal hier drauf. Wahrscheinlich nichts, ne? Ne, ich kann dir nichts verkaufen, also schleich dich. Also irgendwo möchte ich gerne schon eine Basis aufbauen, dass wir in das System mit einem Hops kommen. Oder wir fliegen einfach noch ein Stück weiter Richtung Mitte. Ja, nicht drüber wegfliegen. Runterfliegen. Ist da gerade Sturm oder was? Weil das so wahrscheinlich, ne? Ist wahrscheinlich gerade wieder ein Feuersturm. Schauen wir mal, ob ich jetzt auf den Boden knall. Hui! Okay, das ist unschön. Absolut unschön. Warte mal, kann man da irgendwo landen? Nur um mal aussteigen, Servus sagen und wieder wegfliegen. Aber vielleicht da vorne? Das ist ja... Ich hasse solche Gebirge. Da vorne. Da schaut es so aus, als könnte ich landen. Oder hier unten? Oh nee. Hier könnte es doch ganz gut sein. Oder? Ne, ich kann hier nicht landen. Sag mal, was ist denn das für ein Planet hier? Ich werde doch wohl irgendwo hier landen können, auf so einer Felsspitze. Oder doch runter. Wir sind hier echt auf einem Vulkanplaneten, ne? Wir können landen. Und wir verbrennen instant, oder? Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall... Sturm löst sich auf. Naja, aber trotzdem. Ich werde hier nicht wirklich was finden können, ne? Also. Ui! Ab nach oben. Weg hier. Ja, das habe ich schon gesehen. Das Feuerle war ja nicht zu übersehen, ne? So. Den hatte ich eigentlich beim ersten Mal gesehen und dachte, das wäre irgendwie so ein Planet, wo man gut siedeln kann. Ein arktischer Planet. Warte mal, den da haben wir ja schon, ne? Von dem kommen wir gerade. Nee, unentdeckt. Oh. Na gut, dann hüpfen wir erst auf den, dann hüpfen wir auf den anderen und dann werden wir nochmal eine Karte aktivieren. Kannst mal ein bisschen Sprit nachfüllen. Technologie aufgeladen.
Ich muss wahrscheinlich meine Akkus auch mal vollfüllen. Ach komm, dann ist das Ding weg. Auch wenn ich es nicht mehr wirklich brauche. Pyrit Natrium. Hm. Ich meine, das ist nur eine hohe Wächteraktivität. Das ist jetzt nicht schlimm. Ist jetzt auch hier ein Sturm oder was? Aber auf jeden Fall auch so viel Gebirgezeugs. Aber ich glaube, hier ist ein guter Platz zum Landen gleich. Einfach mal kurz die Füße raushängen. Ja, ja, mach zu. So, damit haben wir den. Und dann war ja hier noch der andere. Ist wahrscheinlich höher. Ui, das war zu hoch. Moment. Ich habe manchmal eine Fliegerei, ne? Nee, warte mal. Von dir entdeckt, genau. Der war schon. Den da müssten wir noch und den hier noch. Genau, wir fliegen so ein bisschen auf die Seite hin, dass ich dann gleich den mit dem Ring im Anschlag habe, wenn wir hochgehen. Na gut, werde ich nicht ganz haben, aber... Aber das ist hier alles so bergig, ne? Hier ist es etwas besser, aber es ist trotzdem unangenehm hier. Jawohl. Schauen wir nochmal. Frostkristall, Kupferdioxid, magnetisiertes Ferrit. Also auch im Grunde nichts, was wir wirklich brauchen können. Ups. Und dann noch auf den hier. Na komm. Dass du die Raumstation anfliegst, das war mir schon klar. Ein gamma-intensiver Planet. Ich muss da glatter mal gucken. Ob wir... Wir sind ja ganz oben, ne? Schauen wir mal. Emeryl, Cadmium, Salz, Radon. Dann haben wir Schwefelin, Phosphor. Da ist nichts. Da ist nur der Handelsposten. Da ist Uran. Okay, also Uran brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und Silber und Kupfer ja sowieso nicht. Also geht es im Grunde jetzt auch bloß darum, dass wir mal ganz kurz Servus sagen. Und dann gleich wieder abziehen. Meinet. Aber das steht von mir entdeckt. Wann war ich da drauf? Na gut. Dann würde ich sagen, wir schauen nochmal ganz kurz, ob wir hier jemanden anheuern können. Die Fregatten, die warten wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten. Okay, drei habe ich da jetzt halt mal auf dem Bild. Schauen wir mal. Bist du ein Kämpfer? Wahrscheinlich eher Wissenschaft oder Industrie. Ja, genau, Industrie. Na, ist egal, Industrie können wir auch brauchen. Ich
Ich weiß zwar nicht, was ich mit so vielen Schiffen soll, aber ist egal. Nice to have, sagt man doch. Ich drehe natürlich wieder in die falsche Richtung, ne? Da ist der nächste. Ich will bloß nicht von dem reingeschlotzt werden, von dem Frachter. So, du schaust mir aber auch aus wie Industrie. Nee, der hat gar nichts. Das ist nur ein Unterstützer. Und Unterstützer habe ich schon genug. Die dürften mich normalerweise auch nicht mehr kontaktieren. Das wäre wesentlich besser. Gut, von dem kommen wir gerade. Dann haben wir hier noch zwei. Dann fliegen wir erst einmal zu dem da. Na, ich will näher an den da ran. Ich hoffe, ich habe jetzt dich drin. Gut. Er schaut aber auch wieder Bergbau oder so. Untersuchung von Schmuggelware. Ja, es kann schon sein, dass ich was einstecken habe. Unterstützungsschiff. Und wo war der andere? Da. So, der schaut mir aber aus wie ein Kampfschiff. Kampf 21, wunderbar. Den holen wir uns mit rein und fertig. So, einmal Karte bitte. Und zwar würde ich gerne, warte mal, wir haben doch letztes diese hier bekommen, Planetenkarte. Dann würde ich sagen, dass wir da einmal die Route planen. Außerirdisches Artefakt entdeckt. Da. Jetzt. Uralte Tafel. Aha. Mal schauen, was wir da kriegen. Nicht vorbeischießen, ne? So. Flackernde Symbole erscheinen auf dem Stein. Obwohl ich die Sprache nicht erkenne, kann ich die Geschichte dieses seltsamen Planeten und der Gag, die einst hier gelebt haben, lesen. Niemand widersetzt sich dem faulen Gestank der Gag, bla bla, Erstgebrüderten erzittern, verzweifeln, um Hilfe bei der Sprache bitten. Das Wort für viele haben wir entdeckt. Okay, dann ab. Nächste Karte. Mal hier ein bisschen durchrushen. So, gucken wir mal, ob wir hier was finden. Vielleicht einen Frachter. Ein Observatorium, okay. Okay, das ist in die Richtung. Ich habe aber gesehen, dass hier irgendwie ein Gebäude ist. In die Richtung, wo wir gerade stehen. Das sieht man natürlich besser, wenn man die Außenansicht anhat, ne? Das ist nur ein ganz normaler Punkt, aber das ist egal. Da renne ich jetzt gar nicht in die Container. Ich mache bloß einmal das Signal hier. Und weiter. Hallo? Das sollst du deinem Schiff? So. Jetzt einmal zum Observatorium. Schauen wir mal, wie lange das braucht. Eine Stunde.
Na gut, dann einmal nach oben bitte. Wie viele Frachter da immer kommen, ne? Erst ist gar nichts los und dann am Ende kommen da 100. Auch befallen, oder? So wie es ausschaut. Ach, da ist Landepunkt. Ne, sah nur so aus, als ob. Korvax-Gehäuse, okay. Mikroprozessoren. Hier gibt es auf jeden Fall Nebenraum. Ach, sprechen wir erst einmal mit dir. Hä? Servusle, schön kalt heute. Zu, Neufarm, kalt, nein, Ort für Händler, Hilfe, Freund. Er sagt kalt, nein. Dieser Gag hat einen geschäftstüchtigen Blick, als würde er bald ein bahnbrechendes unternehmerisches Vorhaben angehen. Er zittert merklich. Es ist aber unmöglich zu sagen, ob die Kälte oder die Aufregung dafür verantwortlich ist. Gesandter Lofisniff grüßt mich und zeigt mir einige Baupläne für eine potenzielle lokale Farm. Dabei deutet er auf die Tundra draußen. Mir wird klar, dass er mich um Unterstützung bittet. Na klar, botanische Unterstützung anbieten. Zittert immer noch und macht einen kleinen Sprung, offensichtlich erfreut darüber, mit mir Geschäft und Lebensmittel und reibt sich die Hände. Okay, wir haben irgendwas Naniten erhalten. Ich habe bloß nicht gesehen, wie viele. Lebensform bittet um Hilfe. Ne? Frostkristall. 120 Frostkristall braucht er. Ja. Gut. Ah, ich kann von hier aus nicht auf meinen Frachter zugreifen. Ne? Das ist das Blöde. Und Frostkristalle habe ich keine einstecken. Schauen wir mal rein erst. Ich denke, wir werden die Koordinaten ja wieder bekommen, sobald ich die 120 Frostkristalle habe. So, schauen wir mal, was wir hier finden. Signale aus der Galaxie. Doch was soll ich antworten? 9780. Ja, okay. 0978. Schauen wir mal. Wahrscheinlich einen kommenden Frachter. Das Frachter wäre jetzt nice. Nein. Alte Ruine haben wir wieder entdeckt. Wohin zeigst du? Achso, da. Gut, gucken wir noch in die Räume hier rein. Oder in den Raum. Oh, da haben wir mal ein Lager. Das ist doch schön. Ups, falsche Taste. Laufe ich gegen die Wand? Hügelbildnis, da hinten geht's noch weiter, ne? So, da haben wir noch. Ich habe eigentlich, also früher habe ich immer gedacht, dass da irgendwelche ganz genialen, besonderen Sachen drin sind. Aber bisher habe ich immer, wenn dann halt nur Fracht gefunden. Also das, was du sowieso überall findest. Nichts Besonderes oder sowas. So, dann haben wir hier alles. Dann schauen wir mal hier weiter. Okay, nochmal ein Büro mit zwei Daten. Container. Und da sind nochmal Container, okay. Dann war das auf jeden Fall schon mal reichere Beute als bei dem letzten Mal. Da hatten wir im zweiten Raum ja dann bloß die Pflanzen noch mit dem Kohlenstoff und dann kam ja der Angriff. Also, so, gut.
bin ich zufrieden. Und würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, wo... Oh, ich habe sie da aus den Augen verloren. Ne? Das passiert mir aber ständig. Wir fliegen einfach los. Wir könnten aber auch mal schauen wegen den Frostkristallen, ne? Warte mal, haben wir da was? Außer ein Tier? Nee. Na gut, schauen wir mal. Hier habe ich das Zeichen jetzt. Nicht dieser Planet. Naja gut, das interessiert mich nicht. Und das mit den Frostkristallen, also wenn das als aktive Aufgabe bleibt, das ist auch in Ordnung. Was will die Botanik? Die Samen anpflanzen? Mission aktualisiert? Genau halt auf dem Planeten, wo die größten Berge sind, ne? Ich hoffe, ich kann da landen irgendwo. Ui! Macht mal jemand Licht an? Ich sehe halt gar nichts, ne? Ui! Ich bin schon reingeflogen ins Gebäude quasi. Eieiei. So, da drüben haben wir zwei. Das Wort für Sein. Das Wort für Aber. Tja, dieses Wort gibt es in jeder Sprache. Da haben wir nochmal. Das Wort für Gut. Sondern müsste doch noch irgendwo ein großer sein, oder? Der ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja. Jawohl, schimmert, schrei, jede erobere Welt stärkt, wir werden weinen. Zack. Niedrig. Naja, gut. Schutz bei 25%. Du fliegst voll gegen das Gebäude, ne? Das ist dir schon klar. Mal ein bisschen umstellen. Ja, ist in Ordnung. Meine ganzen Schilde sind, glaube ich, auch runter. Ah, das lädt sich wieder auf, okay. Mach mal auf hier. Ja, die Schilde, die sind teilweise ganz unten. Das da kann ich nicht laden. Da sind wir auf 0%. Schmeiße ich einen Ionenakku rein. Dafür habe ich sie ja, ne? Da machen wir das Uran. Solange es nicht auf 0 ist, nehme ich die normalen Sachen und ansonsten nehme ich dann halt immer diese Container. Okay, sind wir jetzt mit allem wieder voll. Schauen wir mal noch Multiwerkzeug. Gut. Dann können wir los. Schubdüsen bei 15%. Minus 80 Grad. Gott, stellt euch das mal bei uns vor. Minus 80 Grad. Ich weiß jetzt nicht, warum ich zur Lebensform zurückkehren soll. Weil Frostkristall habe ich ja keine einstecken, ne?
Aber gut, vielleicht war das mit dem Anpflanzen auch auf dem Frachter gemeint, weil das habe ich ja gemacht. Schauen wir mal, was er erzählt. So, bitteschön. Freund, du glücklich, du gut Nachrichten, Erfolg melden. Der Keck plappert aufgeregt, er gibt mir meine Belohnung und erfüllt damit unsere Abmachung. Okay, Ansehen verbessert 1. Naniten erhalten. Jo, 240, das ist doch auch schon mal nice. Okay, dann haben wir den jetzt auch abgeschlossen. Es ging wahrscheinlich wirklich nur um dieses Anpflanzen, ne? Das war alles. Mann, Mann. Okay. Halt, die da noch. Gut. Jetzt haben wir keine Karten mehr. Also das ist jetzt das Einzige eigentlich, was wir noch haben, den Notsignalscanner. Und den würde ich gerne auch aktivieren. Aber, kommt schon wieder ein Aber, ne? Jetzt möchte ich erst einmal gucken, ob ich wirklich auf jedem Planeten hier war. So wie es ausschaut. Ja, waren wir auf jedem. Gut. Wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. So, von daher würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir noch mal ein Stück weiter springen können. Das ist schon außerhalb, außerhalb. Da kann ich hin. Ja. Händler verkaufen, Datengig. Da fliegen wir hin. Und da suchen wir uns dann aber jetzt halt auch hoffentlich einen passenden Planeten. Schauen wir mal, ob das jetzt ein System ist, was vielleicht schon erobert wurde. Ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, weil alles geht ja Richtung Mitte rein. Also jeder, der das Spiel spielt, fliegt ja irgendwann in die Mitte. Neue Entdeckung. Und dann denke ich mir immer, es kann doch nicht sein, dass da wirklich so viele Sonnensysteme noch nicht besucht wurden. Der zweite Planet schaut mal ganz gut aus. Also so auf den Blick, ne, schaut es ein bisschen aus wie tropisch. Gucken wir mal. Erst einmal hier rein. Und dann suchen wir uns nämlich auch hier das Notsignal. Ich möchte mal gerne wieder durch so ein Schiff durchstapfen. So, damit waren wir einmal hier. So, dich haben wir ja noch nicht entdeckt. Unbekannter Planet mit Solanium, Kupfer, Phosphor, Natrium. Okay. Solanium heißt ja immer heiß, ne? Und irgendeine Stelle, wo ich landen kann. Ich bin aktuell bloß auf dem Planeten erobern. Hauptsache einmal drauf, Fuß draufsetzen und weiterfliegen. Wenn du schon direkt vor meiner Nase stehst, ne? Aber auch wieder so ein ungemütlicher Planet irgendwie. Ich hoffe, irgendwann einmal einen zu finden, wo es keine Stürme gibt und der eher in die Richtung tropisch angelegt ist. So, genau, wir fliegen jetzt in die Richtung von den zwei Planeten. Und dann haben wir natürlich, ups,
Dann haben wir natürlich erst einmal den hier vorne. Was haben wir da? Einen ätzenden Planeten. Pilzschimmel, Kupfer, Ammoniak, Silber. Ammoniak wäre natürlich nice, ne? Ekejak. Aber mich interessiert auch der Planet dahinter dann. Zuallererst. So, Planet Ekejak. Eintritt in die Atmosphäre. Ist es auch so hügelig hier? Jetzt geht es wenigstens nicht solche Spitzenberge, ne? Okay. Wenn sich das so anbietet, ne? Dann gehen wir halt einmal in dieses rosa Gebäude rein. Okay. Schade, dass man das eigene Raumschiff nicht wandeln kann. Oder kann man das nicht sogar farbig ändern? Aber da braucht man irgendwas dafür. Da ist ein Eingang. Jo, eine verstärkte Tür. Das ist doch schon mal nice. So. Nein. So, ich nähere mich dem Terminal, aber etwas tief im Inneren des komplexes Systems ist schiefgelaufen. Die Oberfläche fühlt sich bei der Berührung heiß an, verborgene Maschinen scheppern und zurren, ein Alarm ertönt. Warnung, Befug, Hochtemperatur. Der Alarm hallt in meinen Ohren wieder, eine Schweißperle rinnt langsam an meine Stirn hinab. Kühlkammernetzwerk, würde ich sagen, machen wir. Die Zahlen auf dem Terminal stabilisieren sich langsam. Rot blinkende Symbole verwandelt sich in ein beruhigendes blaues Lichterfeld. Okay, normale Operationen wurden fortgesetzt. Ich habe Zugriff auf das Hauptbedienfeld. Multiwerkzeug-Erweiterungsplatz erstellen. Yes. Maschine brummt. Erweiterungskreis, bla bla. So. Ja, der Alarm ist jetzt aus. Okay, habe ich da irgendwas bekommen dann? Ja, hier, für das Multiwerkzeug. Juhu! Cool, dann kann ich das ausbauen. Das ist nice. So. Schauen wir mal noch, was wir da haben. Hallo? Geht's dir gut? Das war wegen dem Alarm, da kommen die dann rein. Aber das Komische ist, wenn die dann reinkommen, die sehen einen irgendwie nicht. Habe ich zumindest immer den Eindruck. Das. Wir könnten mal scannen. Strom wären 350. Da haben wir jetzt keinen Hotspot. Das heißt, wir würden erstmal zum Strom düsen. Also wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal dann für den Frachter aktivieren. Achso, nicht identifiziert, ne? Okay, dann lasse ich dich sowieso, weil da hampelt ein Wächter rum. Mann, hier gibt's schon wieder so viel zu scannen, das ist immer... Was haben wir denn da vorne? Pilzgeflecht. Ui.
eine Höhle. Und schauen wir mal ein B-Vorkommen. Aber jetzt ist dann natürlich interessant. Strom ist ja schön und gut, aber... Okay, Gas habe ich jetzt hier nicht, aber ein C-Vorkommen in 360 Meter. Yep. Hier ist anscheinend auch wieder das Ganze ein bisschen nach außen gelagert, so wie es ausschaut. Weil ich nämlich hier solche gefährliche Flora habe, die normalerweise innerhalb von Höhlen ist. Das sieht echt so aus, ne? Es würde das so die Höhle im Außenbereich sein. So. Dahin. Halt, warte. Natrium kann man immer mitnehmen, ne? Die Richtung. Warte, warte, warte. Das dann nehmen wir doch auch noch mit. Na komm. Und 33 Nanitos. Manchmal schauen die richtig ekelhaft aus, diese Planeten. So. Was haben wir hier? Ammoniak. Cool. Wir haben hier Ammoniak. Gibt es jetzt Gas auch noch? Nein. Okay. Wir haben unseren Strom irgendwie in die Richtung, ne? Okay, und das ist... 358 Meter weg. Im Grunde könnte ich ja den Strom auch hierher leiten. Weil dann würde ich sagen, baue ich hier. Aber ein Stück weg von dem Spot hier, ne? Also nur ein kleines Stück. Da würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung vom Strom. Da haben wir eine Höhle. Okay. Dann einmal bitte Terrain. Und ich würde sagen, ich mache hier mal ein kleines bisschen flach. Das macht mir am meisten Spaß. Vor allem, wir brauchen ja Silit, ne? Zum Bauen. Schauen wir mal, ich mache schon wirklich viel weg wieder, ne? Ah, verdammt. Ich weiß gar nicht, ob man damit auch... Nee, ich glaube, man kann damit nicht in der Draufsicht arbeiten, ne? Na komm, jetzt. Das ist doch schon mal etwas, oder? Und hier noch ein wenig weg. Ich übertreibe es halt immer gleich, ne? Ich weiß schon. Aber wenn es so Spaß macht, was soll ich machen? So. Da weiß ich jetzt gar nicht. Das ist zum Aufbauen. Das ist zum Erschaffen.
Dann kann ich das nämlich auch zumachen. Okay. Ist auch interessant, dass das halt immer in dem Stein sich aufbaut, in dem, wo es ist, ne? Also. So, damit haben wir einmal die Höhle hier zugemacht. Fast, aber das passt schon. Dann machen wir einmal unser Bau-Dingsbums hier, Basiscomputer. Ich stelle den jetzt einfach mal hierher. Basis beanspruchen. Dann kann ich hier schön reinbauen. Oh, was für eine fette Höhle, oder? Na gut, aber interessiert ja nicht. So, dann. Nein, falsch. Y. Machen wir mit Stein. Ich könnte eigentlich auch mal mit Legierung arbeiten, ne? Davon könnte ich 893 bauen. So, einmal nach oben bitte. Dass wir das Ganze mal wegen dem Überblick haben. Okay, so weit reinbauen werde ich wahrscheinlich eh nicht, aber warum nicht? So, einmal drüber über die Höhle. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal das erledigt, dass ich da irgendwie nach unten sacken könnte. Ruhig großzügig. Ich muss nicht an Platz sparen oder sowas. Vor allem das Bauen macht mir eh Spaß. Und wenn ich es ein wenig ausladender mache, dann ist es halt einfach so. Gut, ich habe noch nicht allzu viel, aber ich kann zumindest dann da hinten die Wände hinsetzen, weil da brauche ich keine Fenster. Und ich mache es aber nicht wieder doppelt hoch. Hatte ich ja schon mal, aber das Problem ist dann, dass man da friert. So. Legierungswand, dünne Legierungs... Also ich habe hier keinerlei Türen. Stört mich aber jetzt auch nicht. Da brauchen wir Metallplatten. Da brauche ich sowieso wahrscheinlich einige, also von daher kann ich gleich mal mehr herstellen. Gucken wir mal. Ferrit sollte ich wirklich sehr, sehr viel haben. So, machen wir mal 100. Zack, so. Das Tor, da der Strom von... Naja, wohl, das ist mit dem Strom eigentlich total egal, ne? Weil den Strom muss ich ja dann eh verteilen. Ich glaube, so ist gut. So, dann hätten wir Nummer 1. Dann brauchen wir ein Landefeld. Wo kann ich das eigentlich dran kletschen? Nirgends, ne? Das können wir hier noch hermachen. Muss ich dann die Wand halt nochmal wegreißen, aber das macht ja nichts. Oder warte, ich stelle das weiter raus. Das muss ja nicht auf dem Dingsi stehen hier. Mache ich das so hin? Notfalls drehe ich es mal um. Das kann ich auch machen. So. Zack. Teleporte werden wir noch nicht brauchen. Pflanzen auch nicht. Meine Batterie. Ich denke mal, dass ich das diesmal hier vielleicht nach außen stelle. Dann ist er... Na, obwohl, wir könnten das ja auch... Geh mal höher. Geh mal vor. Und geh mal runter. Da könnten wir sie hinstellen. Hinter die Maschine.
Ich glaube, das ist gut. Yep. Halt. In Laser Terror. Halt, du hast es noch nicht einmal. Jetzt. Kohlenstoff. Ripontai. Moment. Ach so, ich habe den Terrain-Manipulator, deswegen. Solarstrahl, Impulswerfer, Minenlaser. Das ist Kohlenstoff. Okay. Gut, da werden wir uns dann das nächste Mal drum kümmern, dass wir den Strom hierher holen und dass ich dann hier noch ein bisschen rumbastel. Sehr viel kann ich nicht machen, aber vielleicht bauen wir auch den vorderen Teil aus Stein oder sowas. Wäre ja auch möglich, ne? Gut. Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe jedenfalls sehr. Ich brauche noch einen Speicher. Wo ist denn der Speicher nochmal? Ach, da vorne, ne? Genau. So. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.